Wir müssen jetzt auch starten, weil heute haben wir ein straffes Programm. So, und das zeige ich Ihnen gleich an dieser Stelle. Heute gibt es von meiner Seite den letzten Input. Einmal zur Ruhe kommen. Ja? Ja, wir beschäftigen uns wirklich nur in aller Kürze überblickshaft mit dem Thema Gender als Herausforderung für die Pädagogik. Und dann werde ich den zweiten Block der Wiederholung starten und Ihnen Fragen zeigen, denen Sie möglicherweise in der Klausur begegnen. Sie hatten ja, also einige von Ihnen zumindest, also wir hatten um die 100 Personen, die sich beteiligt haben, auch mitgeteilt, welche Themen sie besonders ansprechen und welche nicht. Der studentische Mitarbeiter von mir hatte ganz richtig getippt. Ja? Ah, das war zu weit unten, okay. Der hatte ganz richtig getippt. Ah, jetzt ist es besser. Dass sie sich vor allen Dingen für schwarze Pädagogik interessieren und dass so die Forschungsmethoden nicht so das sind, wofür ihr Herz schlägt. Naja, so. Ich sage dann beim nächsten Mal noch was zum Ablauf auch für die Klausur. Dann wird auch der Kollege noch mal da sein. Jetzt müssen Sie mal das Reden einstellen, weil das wirklich stört. Okay, Sie können gleich was fragen. Der Kollege wird beim nächsten Mal da sein und zu Beginn Ihnen noch mal mitteilen, was an organisatorischen Sachen noch wichtig wäre zu beachten am 27. Und dann können Sie auch noch mal Fragen darzustellen und inhaltlicher Art nur ganz kurz zurückfragen. Sie können auch die einzelnen Themen sich vorher schon mal angucken und wenn Sie da über irgendwas stolpern, dann können Sie mir das ja vorab auch gerne schicken, weil dann kann ich da direkt drauf eingehen und dann bleiben wir nicht so an einem Punkt hängen. So, okay. Gibt es eine Frage Ihrerseits? Es ist so viel Unruhe. Wie kommt das denn? Okay, keine Fragen. Gut, das ist das Programm für heute. Deshalb so übersichtlich, weil ich Sie ein bisschen durch diese Themen durchtreibe. Also das werde ich nur wirklich in aller Kürze machen können, weil wir haben uns ja nun ein ganzes Semester lang mit den Themen beschäftigt. Da kann ich ja nicht jedes in der Tiefe wiederholen, aber so schlaglichtartig. Und Sie können immer für sich prüfen, was wissen Sie denn eigentlich zu den einzelnen Themen? Ist das jetzt komplett Neuland, ja, oder klingelt es da? Oder sagen Sie, ich weiß es so ungefähr. Ja, ich lese aber lieber nochmal nach. Okay, so. Beim letzten Mal haben wir uns mit Heterogenität beschäftigt. Und Sie hatten ja wieder die Aufgabe, darüber nachzudenken. Und ich frage Sie heute, was Sie gelernt haben. Und damit es ein bisschen einfacher fällt, habe ich Ihnen die Fragen mitgebracht, wie immer. Um im Kontext von Heterogenität professionell handeln zu können, benötigt man welche Kompetenzen? Welche Merkmale werden zur Beschreibung von Heterogenität herangezogen? Nennen Sie drei. Es gibt noch mehr. Was bedeutet überhaupt Heterogenität? Heterogenität gilt als Herausforderung, ja, in allen pädagogischen Handlungsfeldern. Das möchte ich hier nochmal explizit unterstreichen. Und wie kann man diese These für den Bereich der Jugendarbeit eigentlich empirisch untermauern? Der Herr im grünen Pullover. Ich höre es bis hierher. Bitte stellen Sie das Reden ein oder gehen Sie Kaffee trinken. Mir egal. Ja? Aber das stört. Ich habe keine Lust, gegen ein ständiges Gemurmel anzusprechen. Das habe ich irgendwie auch schon gefühlt 10 Mal gesagt. Ja? Wenn Sie hier vorne stehen würden, fänden Sie das auch nicht lustig. Okay? Wunderbar. Okay, welche Schlüsse lassen sich aus den Befunden der Schulleistungsstudien ziehen? Ja? Wenn Sie sich erinnern, ja, was haben Sie da über Heterogenität gelernt? Können Sie vielleicht in einem konkreten Beispiel das nochmal deutlich machen? So, jetzt war ich zu schnell. Was fällt Ihnen ein? Eine Antwort auf eine der Fragen. Thank you.
Da haben Sie quasi schon zwei Fragen in einer beantwortet, nämlich Merkmale von Heterogenität. Ja, Ihre Kommilitonin hat gesagt, Geschlecht ist ein Merkmal, Leistung, Herkunft. Ja, das wären jetzt drei, ja, die einem so üblicherweise einfallen. Ja, man kann das auch ein bisschen differenzierter noch machen. Heterogenität bedeutet Verschiedenheit. Ja. Okay, was fällt Ihnen noch ein? Hat noch jemand eine der beiden Jugendstudien im Kopf, die ich Ihnen gezeigt habe? Genau. Und die Shell-Studie. Zur Shell-Studie weiß ich nicht mehr ganz so viel, aber die Sinus-Studie, da teilt man die Jugendliche in sieben Bereiche ein, also je nachdem, wie sie abgebildet ist. Ich weiß nicht, ob das weiter. Bildungs. Und dann guckt man, wie sich die Jugendlichen, also welche das merke, und dann wurde auch gesagt, dass momentan ein Zuwachs von. Ja, genau. Ist schon gar nicht schlecht. Ja, also die Milieus, ne, die Sie meinen, ja, die bleiben wahrscheinlich gut im Kopf hängen des Bildes wegen. Ne. Was man hier gemacht hat, ist ein qualitativer Zugang. Ja, also man hat keine Fragebögen den Jugendlichen vorgelegt, sondern sie zu ihren Lebenswelten befragt. Ne. Und wenn Sie sich erinnern, ich zeige es gleich nochmal, die Matrix spannt sich auf, sozusagen Bildungsaspiration auf der Y-Achse und auf der X-Achse die Werte. Ne? Genau. Und die Shell-Studie hat eben insbesondere auch die politischen Einstellungen untersucht. Ne? Genau. Ja, hat noch jemand was im Kopf zu den Schulleistungsstudien? Irgendwas? Klingelt dann noch? Ja. Genau. Ihre Kommilitonin hat auf die Ergebnisse der Erhebung von Kompetenz in Mathematik hingewiesen und da auf die Unterschiede zwischen den Schulformen. So, ich löse das jetzt mal auf. Ja. Das sind die Differenzmerkmale, wenn man sie ganz stark zusammenzurrt. Hier etwas differenzierter, das hatte ich Ihnen erzählt. Ja, also man kann sich eben neben Leistung, Geschlecht und Herkunft auch noch Motivation angucken, Arbeitstempo, Arbeitshaltung, Vorerfahrung etc. Ja. Heterogenität, ja, ist sozusagen ein Begriff, ja, der damit verbunden ist, dass man eben Unterschiedlichkeit mit Blick auf bestimmte Merkmale versucht zu beschreiben und Individualisierung ist quasi die Antwort darauf. Ja, das hatte ich Ihnen erzählt und das bedeutet eben, dass alles, was wir pädagogisch tun, immer an individuellen Entwicklungsständen auch Interessen und Bedürfnissen anknüpfen muss. So, das war das Bild zu der Sinus-Milieu-Studie. Ja. Da wird eben deutlich, wir haben eine ganze Bandbreite an Jugendlichen und da eben bezogen auf ihre Bildungsaspirationen und auf die Werte, die ihnen wichtig sind. Und die Shell-Studie hat sich insbesondere auch politischen Interessen gewidmet und da versucht auch mal zu zeigen, wer interessiert sich eigentlich in welche Richtung. Und ich hatte Ihnen quasi die Botschaft mitgegeben, auch diese Studie zeigt, wie so eine Bandbreite in nur einem Feld, ja, das wichtig ist für junge Menschen. Und damit wird aber deutlich auch die Aufforderung in der Jugendarbeit als ein pädagogisches Handlungsfeld auch zu differenzieren. So. Das waren die Leistungsstudien, hier haben wir die Mathematik, ja, da sehen Sie einfach die signifikanten Unterschiede in Abhängigkeit der Schulform, dann aber auch die große Streuung der Leistung innerhalb einer Schulform, ja, also wir haben eben keine homogenen Gruppen, auch nicht am Gymnasium, auch wenn manche das gern hätten, dem ist mitnichten so und hier nochmal die Zusammenhänge zwischen Heterogenität und Herkunft, ja, also elterliche Herkunft. Und ich hatte Ihnen gesagt, in Deutschland ist der Zusammenhang sehr stark, bewegen uns so ungefähr im Durchschnitt mit der Lesekompetenz, aber die Kinder
können umso besser lesen, je mehr Unterstützung sie von zu Hause kriegen. Und das ist nicht überall auf der Welt so. Zum Beispiel in Russland, aber auch in den skandinavischen Ländern ist hier eigentlich überhaupt kein Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Herkunft zu finden. Das war's zum Thema Heterogenität. Jetzt würde ich zum nächsten Thema übergehen, zur zweiten großen Herausforderung, die ich Ihnen zeige, Gender, wenn Sie nicht noch Fragen haben. Okay, ich sehe keine Finger, sonst müssen Sie laut rufen, wenn ich Sie übersehe. Gut, okay, dann fangen wir mal an mit dem Thema Gender. Ja? Ich würde Ihnen jetzt einige ausgewählte, ja, das ist ein ganz breites Forschungsfeld, einige ausgewählte Geschlechterdifferenzen erstmal vorstellen, ja, damit deutlich wird, warum wir überhaupt über dieses Thema Geschlecht sprechen müssen, ja, warum sich das nicht quasi von selbst erledigt. Ja. Und dann würde ich Ihnen auch zeigen, wie man mit diesen Differenzen, die aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Geschlechtergruppe entstehen, ja, immer noch, auch pädagogisch umgehen kann. Okay, gucken wir mal auf Teilhabe an Bildung. Aus verschiedenen Studien geht hervor, dass Jungen eher Sprachförderung benötigen als Mädchen und das eben schon in sehr jungen Jahren. Mehr Jungen als Mädchen werden verspätet eingeschult und wenn wir auf die einzelnen Schulformen gucken, sehen wir, dass sich mehr Jungen an Haupt- und Förderschulen bewegen und der Anteil der Jungen an den Gymnasien seit den 70er Jahren zurückgegangen ist. Die Jungen wiederholen gerade auch am Gymnasium deutlich häufiger eine Klasse. Ja, sie sind bei Schulformwechseln weniger erfolgreich als ihre Mitschülerinnen. Und sie teilen da das Schicksal, insbesondere mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund und solchen mit Eltern, die keine Akademiker sind. Die Jungen mit Migrationshintergrund, die sind sozusagen doppelt benachteiligt. Ja, die müssen gerade schon in der Grundschule deutlich häufiger eine Klasse wiederholen und sie erreichen insgesamt niedrigere Abschlüsse. Interessant ist, wenn man hier jetzt wieder den Faktor der Bildungsherkunft hineinbringt, dann kann man sehen, dass Herkunft, also Bildungsherkunft, Bildungsabschluss immer sozusagen kulturelle Herkunft schlägt. Das heißt, wer zwar Migrationshintergrund hat, aber aus einem akademischen Elternhaus kommt, der hat weniger Nachteile. Ja, also das ist in Deutschland zumindest so, dass der Bildungsabschluss der Eltern eine große Vorhersagekraft für den schulischen Erfolg hat. Leider, muss man ja sagen. Warum ist das so? Ja, mit Blick auf die Jungen, ja, gibt es so eine Interpretation, die sagt, also schulischer Erfolg und schulische Leistung, ja, man könnte böse sagen, Streber sein, ja, das passt nicht zu einem männlichen Stereotyp. Ja, das ist typisch Mädchen, ja, und dadurch erzeuge ich eben keine Konformität mit dem schulischen System. Besonders schwierig wird es eben dann auch wieder für die Jungen aus den bildungsfernen Milieus. Die orientieren sich eben besonders auch an diesen eher stereotypen Bildern von Männlichkeit und hier geht es sehr viel auch um die Darstellung eines Statuses. Interessant ist, wenn man so dieser Argumentation folgt, dass diese negative Einstellung von vielen Jungen zur schulischen Leistung eigentlich im Widerspruch zu dem steht, was wir auch traditionell mit einem Bild von Männlichkeit verbinden, nämlich Konkurrenz, ja? Leistung zeigen. Warum gelingt es eigentlich im schulischen Rahmen nicht, das zusammenzubringen? Ja? Dieses Streben sozusagen, dieses ja, besser sein wollen, dieses Kompetitive, warum können wir das quasi für die Jungs in der Schule nicht entsprechend übersetzen? Das Bildungssystem, ja, richtet sich eben hauptsächlich an nach wie vor homogene Lerngruppen und belohnt eben vor allen Dingen das Verhalten, was sich ausdrückt durch eine hohe Angepasstheit. Ja? Also wer nicht auffällt, wer nicht stört, wer immer brav die Hausaufgaben macht, der hat es eben leichter durch dieses Schulsystem zu kommen. Und was wir natürlich in unserem System auch haben, ist dieser hohe Selektionsdruck, ja, der ja bereits in der Grundschule für die Kinder deutlich zu spüren ist, wenn es um die Wahl der weiterführenden Schule geht. Wir haben, was die Jungen betrifft,
dieses sogenannte Phänomen des Underachievement. Ja, und das bedeutet, die Jungen können viel mehr leisten, aber sie kommen gar nicht zu dem Punkt, dass sie ihr Leistungsvermögen ausschöpfen können und sind dann auf lange Sicht eher die Verliererinnen und Verlierer vielmehr des Bildungssystems. Gucken wir einmal auf die Kompetenzentwicklung. Ich hatte Ihnen ja beim letzten Mal gezeigt, wie sich die Unterschiede in Bezug auf die Schulform darstellen. Jetzt gucken wir mal auf die Unterschiede, die wir in den Schulleistungsstudien in Bezug auf das Geschlecht finden. Und da ist insbesondere das Lesen ein Bereich, wo es den Jungen schlechter geht als den Mädchen. Ja, das findet man schon am Ende der Grundschulzeit und die Geschlechtsunterschiede sind auch schon seit einigen Jahren konstant. Besonders findet man die Unterschiede, wenn es um das sogenannte literarische Lesen geht. Ja, also da ist einfach die Differenz noch viel größer. Interessant wird es, wenn man sich die Leistung in Abhängigkeit vom Lese-Selbstkonzept, der Lesemotivation und auch des Verhaltens erklärt. Also das heißt, die Jungen, die meinen, sie können gut lesen, ja, und sie sind motiviert zum Lesen, sie lesen gern und sie lesen viel, die unterscheiden sich in ihren Leistungen nicht von den Mädchen. Ja. Also die Lesemotivation hängt ganz stark auch mit der Leistung zusammen. Wer keine Lust hat zum Lesen, der liest tatsächlich auch schlecht. Ja. Das heißt, wenn man diese Faktoren kontrolliert, verschwinden Geschlechtsunterschiede. Ja, also es ist etwas, was wir ganz stark mit Lesesozialisation verbinden müssen. Das heißt, wir müssen uns anstrengen, dass die Jungs Lust haben zum Lesen. Das sieht man auch an diesen Grafiken, ja, dass eben die Jungen dann ja, in ihren Leseleistungen auch nicht schlechter aufgestellt sind. Ja. Okay, gucken wir mal auf die Mathematik. Da ist es jetzt der umgekehrte Fall, da haben nämlich die Jungen die Nase vorn, ja, und das eben bereits am Ende der Grundschulzeit. Sie sind aber auch stärker unter denen vertreten, die Schwierigkeiten haben. Ja, das heißt, die Streuung ist bei den Jungen sehr viel größer in der Mathematik. Eltern und Lehrerinnen und Lehrer glauben, dass die Jungen besser sind in Mathe. Ja, sie unterstellen ihnen mehr Kompetenzen. Auch wenn sie die gleiche Leistung zeigen, können die Jungs es trotzdem besser. Ja? Das ist so eine Idee, die in den Köpfen ist. Jungs und Männer haben positivere Einstellung gegenüber der Mathematik. Ja? Also für sie ist das nicht automatisch gleich das Hassfach. Ja? Und sie sind eben, das habe ich eben schon gesagt, in der Spitzengruppe nach wie vor auch signifikant häufiger vertreten. Ja? Also wenn sie sich quasi nur die oberste Kompetenzstufe angucken, in der Mathematik haben sie dort mehr Jungen als Mädchen. Wie sieht das bei den Mädchen aus und bei den Frauen? Also die Frauen haben Angst vor Mathematik, ja, und ein ungünstiges mathematisches Selbstkonzept. Das heißt, oh, ich kann Mathe einfach nicht, ich kann so viel üben, wie ich will, ich kann es einfach nicht. Ja. Das ist ein ungünstiges mathematisches Selbstkonzept. In der Grundschule glauben die Mädchen schon, dass ihnen die Lehrkräfte in Mathe wenig zutrauen. Ja, das ist nicht belegt. Ja. Also wenn ich sage, die Jungs sind besser, heißt das nicht, dass ich jemandem nichts zutraue. Ja. Aber die Mädchen glauben, meine Lehrerin denkt, ich kann das sowieso nicht. Ja. Und wenn ich das denke, ja, dass jemand glaubt, ich kann es nicht, entwickle ich auch eine niedrige Überzeugung, dass ich es kann. Das hat einen ganz starken Einfluss. Wenn ich ihnen immer wieder sage, die Klausur schaffen sie sowieso nicht, sie können so viel lernen, wie sie wollen, werden sie am Ende des Tages, ja, zu einem großen Teil, nicht alle, aber zu einem großen Teil sagen, oh, ich glaube, ich schaffe es eh nicht. Ja? Ich muss das nur oft genug wiederholen. Die Mädchen weisen, gerade eben was die Mathematik betrifft, einen ungünstigen Attributionsstil auf. Jetzt weiß ich nicht, wie gut sie sich mit solchen Dingen auskennen. Attribution heißt Zuschreibung. Und hier geht es um die Erklärung von Erfolg und Misserfolg. Wenn ich eine gute Note habe, ja, dann ist es am allerbesten für die Entwicklung meines Selbstkonzepts. Ich sage, ich habe es echt drauf, deshalb habe ich auch eine gute Note gekriegt. Wenn ich sage, oh, da habe ich echt Glück gehabt, weil die kann mich gut leiden oder ist gerade das dran gekommen, was ich gelernt habe, dann ist es schlecht für ihr Selbstkonzept, weil sie es nicht als etwas, was aus ihnen kommt, als ihre eigene Leistung verbuchen können. Und das wirkt sich damit eben nicht auf ihre Kompetenzentwicklung aus. Sie müssen immer sehen, dass sie gute Leistungen
internal auf sich selbst beziehen. Bei schlechten Leistungen, ja, ist es problematisch, wenn sie sagen, ich kann es einfach überhaupt nicht. Das ist ganz schlecht. Besser ist, sie sagen, die blöde Ziege kann mich sowieso nicht leiden, die drückt mir immer eine schlechte Note rein. Ja? So, das ist besser für ihr Selbstkonzept. Wenn es jetzt aber wirklich so ist, dass sie nicht gelernt haben, ja, und sagen, ich habe die schlechte Note gekriegt, weil die Frau da vorne mich nicht leiden kann, dann ist es auch wieder auf lange Sicht schlecht, weil sie nämlich nichts an ihrem Verhalten ändern. Ja? Gut ist also immer eine realistische Zuschreibung von Erfolg und Misserfolg. Und bei den Mädchen ist es leider so, dass sie eine unrealistische Zuschreibung von Erfolg haben, ja? Also insbesondere eben erklären, warum sie etwas gut gemacht haben. Bei den Jungs ist es genau andersrum. Ja? Wenn die gut sind, ja, ich bin super, ne? Und wenn sie einfach schinkenfaul sind und deshalb eine schlechte Note haben, ist der Lehrer schuld. Ja? Das ist problematisch, ja, in jede Richtung. Aber wenn wir gerade eben auf solche Fächer gucken, die stark von einem Geschlecht dominiert sind, müssen wir immer sehen, dass diese Attributionsmuster so sind, dass jemand gut sein eigenes Selbstkonzept in eine positive Richtung entwickelt. Ja? Also wenn Sie als Mathelehrerin oder Mathelehrer tätig sind und Sie haben Mädchen, die sind gut, ja? Und die sagen immer, ja, ich war ganz fleißig und habe ich mal Glück gehabt, dann müssen Sie sofort Einhalt gebieten, ja? Und sagen, du hast das wirklich drauf, du hast die Fähigkeit, ja? Das ist wichtig. Okay. So, die Mädchen sehen Mathematik als Männerdomäne, ja, und das wird sozusagen in der Stereotypenbetrachtung nochmal stärker dann in der Pubertät. Ja, bei Jungen und Mädchen nimmt gleichermaßen das Interesse an Mathematik und Naturwissenschaften in der Pubertät ab, aber bei den Mädchen ist es nochmal stärker ausgeprägt. Und auch die Mädchen, die an mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasien Mathematik zum Beispiel im Leistungskurs belegen, wählen dann am Ende doch oft die Sprachen. Ich erinnere mich an eine Vorlesung, die ich gegeben habe, wo ich das erzählt habe. Dann meldete sich eine Studentin und sagte, ja, sie hat Mathe und Physik Leistungskurs belegt, aber sie hätte sich niemals getraut, das zu studieren. Und dann habe ich gesagt, warum? Haben Sie dort eine 4 auf dem Zeugnis gehabt? Nein, ein 1 und ein 2. Und dann habe ich gesagt, warum haben Sie sich nicht getraut? Ich habe gedacht, das schaffe ich nicht, das, ich bin gar nicht so gut. Ja, so. Und dann habe ich gesagt, okay, was braucht man dann jetzt noch? Ne? Eine 1 und 2 auf dem Abiturzeugnis, um daran zu glauben, dass man gut ist. Ja, aber das sind solche Stereotypen, die sehr viel stärker wirken als das, was ich da schwarz auf weiß auf Papier habe. So, wenn man das jetzt mal versucht zusammenzufassen und auch auf eine lange Sicht sich anschaut, ist es so, dass die Mädchen in bestimmten Domänen wie dem Lesen, ja, Vorteile haben, während die Jungs Nachteile haben. Die Jungs haben insgesamt, das habe ich Ihnen eben gezeigt, ja, auch aufgrund ihrer Bildungsbeteiligung, schlechtere schulische Zertifikate. Die Mädchen haben die besseren Schulnoten und sind auch häufiger bei den Bildungsabschlüssen vertreten, die zur Hochschulzugangsberechtigung führen. Sie gelten als die Gewinnerin des Bildungssystems. Aber am Ende des Tages, ja, münden sie in ungünstigere Laufbahnen ein. Das heißt, sie verdienen im Schnitt 20% weniger Geld, ja, haben das Problem, dass sie im Alter häufiger von Armut bedroht sind, als das bei den Männern der Fall ist. Denen es nämlich trotz ihrer ungünstigen schulischen Entwicklung gelingt, eine Reihe von Zertifikaten dann auch nachzuholen. Also die starten später durch, ja, und sind dann auf lange Sicht erfolgreicher. Okay, jetzt gucken wir mal auf Sozialisation. Ja, und auch dort sehen wir Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Es gibt ja verschiedene Bezugspersonen, ja, die einen Einfluss haben auf Mädchen und Jungen. Und wir hatten ja über das Thema Sozialisation auch schon gesprochen. Und wir gucken mal als erstes auf die Eltern. Und schon die Eltern haben ganz unterschiedliches Erwarten an ihre Töchter und Söhne. Ja, die Mädchen werden häufig zur Sauberkeit und Ordnung und angepassten Verhalten erzogen. Und die Jungs werden sehr viel stärker zur Selbstständigkeit ermuntert. Da gibt es so Studien, dass man guckt, also welches Freizeitverhalten finden Eltern für ihre Kinder gut, was trauen sie ihren Jungs oder Mädchen eigentlich zu, wer darf länger draußen bleiben, wer spielt welche Spiele, ja, womit ist das verbunden, was lerne ich zum Beispiel dadurch, dass ich viel draußen spiele oder was lerne ich dadurch, dass ich immer viel
meine Feinmotorik trainiere. Ja, das macht einfach auf lange Sicht einen Unterschied. Und hier haben wir ganz starke geschlechtsstereotype Prägung. Und auch Eltern schreiben Fähigkeiten und Kompetenzen stereotyp zu. Hier hat man zum Beispiel Eltern befragt, die Töchter und Söhne haben, nach der Einschätzung ihrer Fähigkeiten in der Mathematik. Und auch wenn gleiche Leistungen existieren, sagen die Eltern, ihre Söhne sind begabter. Ja, und sie wissen, Begabung ist etwas, das wird einem mitgegeben, da kann man nicht so viel dran machen. Ja. Das heißt, es ist nicht veränderbar. Und das ist wieder eine schlechte Botschaft für die Entwicklung des Selbstkonzepts. Wenn wir auf Erzieher und Erzieherinnen gucken, ist es so, dass auch sie unterschiedliches Erziehungsverhalten bei Mädchen und Jungen zeigen. Ja, also Mädchen dürfen tatsächlich wirklich klassisch, die dürfen weinen und schwach sein und die Jungs sollen nicht rumheulen. Ja? Die dürfen dann raufen und solche Dinge tun, wo man denkt, das gibt es gar nicht mehr, aber ja, das gibt es immer noch. Und Erzieherinnen und Erzieher sind natürlich auch in ihrem beruflichen Dasein Rollenvorbilder. Ja? Und Sie können sich vorstellen, wie das ist, wenn wir von beiden Geschlechtern eben nicht ganz vielfältige Rollen auch haben, sondern eben immer nur quasi ein einziges Rollenbild, dann prägt das auch. So, und wie früh eben diese Prägung auch etwas mit Mädchen und Jungen macht, möchte ich Ihnen gern an einem sehr schönen Film zeigen. Der geht zurück auf eine Studie, die in Großbritannien durchgeführt wurde und die BBC ausgestrahlt hat. Und ich finde, es zeigt nochmal sehr eindrucksvoll, wie sehr wir uns um geschlechtergerechte Erziehung bemühen müssen. So. These children's toys, whatever the gender. It will make me think,
Okay, Sie haben es gesehen, ja, wie früh tatsächlich Wirkungen entstehen durch stereotype Zuweisung von Spielzeug. Ja? Wieso ließen man die Kinder nicht selbst entscheiden? Was denn selbst entscheiden? Womit sie spielen wollen? Das war ja nicht die Frage der Studie. Die Frage der Studie war, ob wir durch die Zuweisung von Spielzeug stereotypisieren. Ja? Also nicht, was suchen sich die Kinder selbst? Ja? Die würden da keinen Unterschied machen, ne? Wenn ich sie lasse. Aber ich mache ihnen ja ein Angebot. Ich gehe ja einkaufen. Ne? Und das ist das Problem, dass ich da schon eine Schere in meinem Kopf habe. Ne? Und das Ziel war auch zu sehen, ob Frauen und Männer jeweils in Interaktion mit dem anderen Geschlecht auch sich unterschiedlich verhalten, aber das war auch nicht der Fall. Ja? Also beide Geschlechter stereotypisieren. Richtig, genau, genau. Also wir müssen selber geschlechterreflexiv erstmal sein. Ja? Da müssen wir erstmal hinkommen und überlegen, ob wir nicht ständig die Schubladen aufziehen. Ja? Okay. Ja? Aber dann löst sich das nicht langsam auch auf. Also, ich kriege immer mehr von Eltern, also, wenn ich auch will, dass die das tatsächlich machen. Das wäre schön, wenn es so wäre. Also, die Kommilitonin mutmaßt, es würde sich langsam auflösen. Gucken Sie sich mal Spielzeugkataloge an. Ja? Dann sind sozusagen Ihre Bekannten ein besonders positives Beispiel für geschlechtssensible Erziehung. Ja? Aber Sie haben ja gelernt, dass die Familie nicht der einzige Bildungsort ist. Ja? Und indem Lehrpersonen zum Beispiel Stereotyp zuschreiben, ja, haben wir im Prinzip eine Gruppe, die als Sozialisationsagent ganz stark Stereotypen bedient. Ja, was jetzt nie wieder nicht heißt, alle und so weiter, Sie wissen Bescheid. Ja, also im Mittel. Ne. Der andere Punkt ist ja, dass noch viele andere Einflüsse hier steuern. Ne. Medien sind ganz stark ja, in Stereotypen Zuschreibung. Gehen Sie mal wach durch die Medienwelt. Ich habe zwei Söhne. Wenn ich versuche, für meine Freundin, die zwei Töchter hat, Klamotten einzukaufen, dann kriege ich wirklich das Gruseln. Ja? Also das ist, ich denke immer, muss man kleine Mädchen so anziehen? Ja, also da werden bei beiden Geschlechtern Stereotypen bedient. Und man muss lange suchen, ja, um schon nur von Farbschemata mal wegzukommen. Ja? Warum müssen Jungs immer in dunkelblau und braun herumlaufen eigentlich? Ja? So. Also, na, das sind eben so Dinge, wo Sie erkennen, dass wir da leider noch ein Stück Arbeit vor uns haben. Ja? Okay, also gucken wir nochmal auf die Lehrerinnen und Lehrer. Die schreiben Kompetenzen, Leistungsursachen eben unterschiedlich zu. Also Jungen sind begabt und Mädchen sind fleißig. Ja? An Fleiß ist ja nicht, erstmal nichts Schlechtes. Ja? Wenn ich sage, da haben Sie fleißig gelernt, ja? Dann sehe ich, Sie haben da richtig was reingegeben, Sie haben sich Mühe gegeben. Aber wenn ich sage, Sie sind begabt, ja, das ist eine andere Botschaft. Ja. Man weiß aus Studien, dass tatsächlich auch Mathematiklehrerinnen Angst vor Mathematik haben. Ja, und dass sich quasi ihre Angst vor Mathematik auf ihre Schülerinnen überträgt. Ja. Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass Sie da stehen und sagen, ich habe Angst vor Mathematik und dann haben alle Schülerinnen Angst. Das ist einfach die Art und Weise, wie man mit diesem Fach umgeht. Es gibt tatsächlich auch Verhaltensunterschiede, die man beobachten kann in den sogenannten MINT-Fächern. Mädchen werden seltener aufgerufen, sie gehen in Gruppenarbeiten sozusagen seltener, gehen ihre Lehrerin seltener auf sie zu. Es gibt unterschiedliches Feedback und auch ungleiche Benotung. Die Mädchen werden häufig tatsächlich für die gleiche Leistung in den Naturwissenschaften milder benotet. Ja? Damit tue ich niemandem einen Gefallen. Für die Jungs ist das ganz ungerecht, ja, wenn sie für die gleiche Leistung die schlechtere Note kriegen. Für die Mädchen ist es wiederum eine ganz blöde Botschaft. Sie kriegen nämlich diese gute Note jetzt, weil sie ein Mädchen sind, weil sie es scheinbar nicht drauf haben. Ja. Was da passiert in der Zuschreibung, ist wieder das, was ich eben gesagt habe. Ja. Ich kann das nicht mit meiner eigenen Leistung verbuchen, diese gute Note, diesen Erfolg, sondern damit, dass mich der Lehrer gut leiden kann oder weil ich ein Mädchen bin. Das ist schlecht für meine Kompetenzentwicklung. Ja? Und für die Jungs ist es, wie gesagt, ungerecht. Ja? Finde ich ungerecht. Ja? Auch wenn Sie sich die körperliche Entwicklung von Mädchen und Jungen angucken. Ja?
dann sehen Sie, dass die Mädchen in der gleichen Altersgruppe körperlich oft weiterentwickelt sind. Also ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Ich habe mich mit Sport nicht in der Tiefe beschäftigt. Ich stelle mir diese Frage aber jede Woche, wenn nämlich meine Söhne nach Hause kommen und sagen, wir mussten 3000 laufen, die Mädchen nur 2000. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ja, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich bin kürzlich über einen Aufsatz gestolpert, da ging es genau um diese Frage, wenn Sie es interessiert. Dann suche ich das mal raus, dann würde ich Ihnen das mal zukommen lassen. Also es gibt kritische Diskussionen darüber, natürlich, ja, also seht das auch kritisch, aber ich weiß nicht, wie man das auflöst. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ein Teil der Erklärung ist, dass männliche Menschen mehr Körperkraft haben, ja, sind ja auch anders aufgebaut, ja, aber das gilt ja auch immer wieder nur im Mittel, ne, und wieder nicht sozusagen bei alle. Also gerade wenn wir über Umgang mit Heterogenität gucken, dürfen wir das eigentlich, dass wir so zwei Gruppen definieren? Ja, ich würde sagen, nein. Ja, also nach Leistungen, die ich überhaupt erbringen kann. Ne? Ja. Aber ist nicht genau da eigentlich dann ein Übergang in die Gesellschaft, die uns eigentlich schon sagt, wenn wir Olympia angucken, damit auch die Frauen und Männer. Ja. Also wie erklärt man Schülern, ja, Leute, ihr müsst jetzt alles das Gleiche machen, aber bei Olympia würde sie auch geteilt werden. Ja, ist ein Dilemma. Ich kann es nicht auflösen. Aber ich finde es gut, dass es diskutiert wird. Ja. Ja, genau. Das meine ich auch damit. Ne? Also wir sind sozusagen biologisch verschieden, ja, in Bezug auf Muskelkraft zum Beispiel. Ne? Also, aber im Durchschnitt, ne? Das ist eben jetzt wieder unser Problem, was wir haben, ne? Im Durchschnitt. Ne? Okay, so. Gleichaltrige, ja, sind auch eine wichtige Sozialisationsinstanz, wenn wir so wollen. Ja? Und Gleichaltrige haben einen solch großen Einfluss darauf, ja, wie wir als Mädchen oder Junge die Welt sehen. Geschlechtsuntypisches Verhalten wird insbesondere im Jugendalter ganz stark sanktioniert. Ja. Also Mädchen und Jungen dürfen nicht das Gleiche tun, man nennt es auch Taboo of the Sameness. Ja. Das heißt, wenn ich als Mädchen das Gleiche mache, wie die Jungs machen, dann wird es möglicherweise sanktioniert. Und wie stark dieser Einfluss ist, kann man daran sehen, dass wenn junge Frauen und junge Männer der Überzeugung sind, dass andere blöd finden, dass sie zum Beispiel einen geschlechtsuntypischen Beruf wählen, dann wählen sie diesen nicht. Das muss in Wirklichkeit gar nicht so sein. Nur die Vorstellung, meine Freundinnen und Freunde denken, wenn ich als Mann Erzieher werde, dann ist das total blöd, dann mache ich das nicht. Ja? Also so stark sind diese Vorstellungen über den Einfluss meiner Gleichaltrigen. Ja? Und ich finde, das ist doch gerade auch eine große pädagogische Herausforderung, das zur Sprache zu bringen. Ja? Die müssen nicht so denken, das reicht einfach nur die Vorstellung, dass sie es denken. Ja? Es ist aber auch nicht im Großteil von der Gesellschaft abhängig, weil zum Beispiel ist es halt so, männliche Menschen haben einfach auch von der Gesellschaft her den Druck, ja, ich möchte meine Tochter nicht von einem Mann wegen Opfer und ich sonst was. Absolut d'accord. Ich meine, die Gleichaltrigen sind ja ein Spiegel der Gesellschaft. Ja, die sind ja in dieser Gesellschaft gleich groß geworden. Nur eben die Gleichaltrigen an sich als Gruppe haben so einen starken Einfluss auf mein Verhalten. Ne? Also was jetzt sozusagen Tanten und Onkels meinen und so weiter, ist jetzt die eine Sache. Ne? Oder irgendwelche Leute, die ich nicht kenne. Aber meine Gleichaltrigen, was die meinen, das ist wichtig. Ne? Und die sorgen eben häufig dafür, dass gerade dieses geschlechtsuntypische Verhalten nicht gezeigt werden kann. Ne? Weil man in der Pubertät ganz stark in seiner Geschlechterrolle eingepasst ist, ja, und man sich eben mit einem bestimmten Vorwurf auch nicht auseinandersetzen möchte. Ne? Aber Sie haben völlig recht, ja, das ist ein Problem und das ist auch nicht gut besprochen. Ja, und das treibt viele Männer auch aus diesen Berufen wieder heraus. Ne? Und das sind auch wirklich dann, das nimmt auch zum Teil absurde Züge an. Da gibt es dann Vorgaben, wie viele Minuten ein Erzieher mit einem Kind allein sein darf und so weiter. Ne? Das, ja.
Okay. Ich möchte Ihnen gleich nochmal was zeigen, also wie man nämlich diese Geschlechterdifferenzen erklären kann. Also man stellt sich die Frage, woher kommt das denn jetzt? Ja? Ist es angeboren? Nee, das macht nicht so richtig Sinn. Ja? Gibt aber trotzdem Theorien, die erklären das genauso. Ja? Also da haben wir so diese Gruppe der eher biologistischen Ansätze. Ja, dann gibt es andere Theorien, ja, die sagen, das kommt durch die Sozialisation. Ja, das ist alles auch eine Frage der Erziehung. Ja. Dann gibt es Theorien, die sagen, das ist ein Ergebnis des Lernens, des sozialen Lernens. Ja. Also es gibt unzählige Theorien darüber, da könnten wir eine ganze Vorlesung füllen, das habe ich natürlich nicht vor. Ich möchte Ihnen nur eine einzige vorstellen, das ist die Theorie der Stereotypenbedrohung, ja, von Steel. Und im Kern sagt diese Theorie, dass unsere Vorstellung, wie Frauen und wie Männer sind, die sieht so aus. Wir sind total unterschiedlich. Ja. Ja, es gibt nur einen ganz kleinen Bereich, wo wir uns überlappen. Aber eigentlich ist es so. Ja. Wenn Sie sich die Forschung angucken zu Geschlechterdifferenzen, und ich habe Ihnen da auch ein paar interessante Texte in Moodle abgelegt, dann sehen Sie, dass die Schnittmenge zwischen Männern und Frauen viel, viel größer ist, als wir das immer landläufig mit unseren Stereotypen eigentlich meinen. Die Unterschiede innerhalb einer Geschlechtergruppe, die sind viel größer, ja, als im Mittel zwischen den Geschlechtergruppen. Das heißt, ich habe sehr viel mehr unterschiedliche Männer, ja, als dass ich eben Unterschiede zwischen dem Durchschnittsmann und der Durchschnittsfrau habe. Ja. Aber wir tun immer so, als wären wir so komplett unterschiedlich. Aber das ist eben so nicht. Aber das Problem entsteht eben, wenn wir diese Schere im Kopf haben, ja, weil wir eben dann quasi unsere Schubladen aufziehen. Eben zum Beispiel, Jungen sind geeigneter für MINT-Berufe. Ja. Es wäre so ein gängiges Stereotyp. Und immer, wenn dieses Stereotyp auftaucht, ja, dann wird quasi eine Bedrohung ausgelöst und diese Bedrohung hat sofort einen Effekt auf die Leistungen, die gezeigt werden. Und das sieht man eben zum Beispiel dann darin, dass ich mir Leistungen, die geschlechtsuntypisch sind, eben nach diesem Muster, was ich Ihnen erzählt habe, erkläre. Ja. Dieses Stereotyp hat immer auch einen Einfluss auf mein Fähigkeits-Selbstkonzept. Das kann ja jetzt positiv sein oder eben auch negativ, je nachdem, ja, zu welchem Stereotyp quasi die Domäne gehört. Wir haben in bestimmten Bereichen bei Jungs eine Überschätzung ihres Fähigkeits-Selbstkonzeptes, also dass sie sagen, ja, ich bin da richtig gut. Wenn sie sich mal die Zeugnisnoten zeigen lassen, dann sagen sie, geht so. Und die Mädchen, die unterschätzen sich häufig. Ja? Sie kennen wahrscheinlich alle noch so Mitschülerinnen, die eigentlich immer Einsen schreiben und dann nach jedem Test jammern, oh, ich kriege bestimmt eine 4. Und dann ist es wieder eine 1. Ne? Klar, das könnte jetzt auch so ein System sein, das Phishing for Compliments. Ja? Ich möchte, dass mich jemand lobt. Ja? Aber sehr häufig ist es tatsächlich der Fall, dass man denkt, man ist nicht gut. Ja? Die Noten sagen was ganz anderes. Man hat zum Beispiel untersucht, wie das Fähigkeits-Selbstkonzept von Mädchen und Jungen in Bezug auf die Chemie sich darstellt. Und man hat gefunden, dass bei gleichem Vorwissen und bei gleicher Intelligenz die Mädchen auf jeden Fall davon ausgehen, dass sie dort schlechtere Leistungen haben. So, ja? Und das hängt einfach was damit zusammen, wie ist mein Fähigkeitskonzept auch in Abhängigkeit zum Geschlecht. Und es wird eben dadurch auch gebildet, dass ich ständig mit diesen Stereotypen auch mich auseinandersetzen muss. Und wenn mir ein Stereotyp immer wieder um die Ohren gehauen wird, na, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf meine Interessenentwicklung. Wenn mir immer jemand sagt, ich bin da nicht gut drin, egal was das jetzt ist, dann werde ich höchstwahrscheinlich dann nicht mit gesteigertem Ehrgeiz Interessen in dem Bereich entwickeln wollen. Ja, weil ich ja Gefahr laufe, dass mir immer wieder gesagt wird, ich kann es eigentlich nicht. Also Sie müssen schon eine ganz starke Persönlichkeit sein, um sich gegen diesen Widerstand doch in einem Bereich einzuarbeiten oder irgendwo anders her die Botschaft erhalten haben, dass sie doch gut sind. Ja, und so kommt es eben dazu, dass Interessen immer geschlechtskonform auch zugeschrieben werden. Ja, ah, du bist doch ein Mädchen, du liest doch bestimmt gerne, dich interessieren doch Sprachen. Ja, das ist ja vielleicht gar nicht so. Ja, und dann interessiert man sich eigentlich für ganz andere Sachen. So, und diese einzelnen Aspekte hängen natürlich wieder zusammen. Ja,
Wenn ich irgendwo keine guten Leistungen erziele, dann werde ich natürlich keine entsprechenden Interessen auch entwickeln. Und es ist natürlich dann so, wenn ich meine, ich kann etwas nicht, hat es dann auch Auswirkungen auf die Leistung und natürlich auch auf die Interessen. Und da gibt es schon seit vielen Jahrzehnten auch interessante Experimente, die das immer wieder replizieren. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt eine Studie, die ist auch schon alt. Ja, da hat man in den USA in einem Hörsaal, wo eine Mathematikklausur geschrieben werden sollte, ein Experiment gemacht, ist da reingegangen, hat gesagt, übrigens, Schwarze und Frauen, die schneiden immer schlechter Mathematik ab. So, Kontrollgruppe, gleiche Klientel, keine Botschaft. So, raten Sie, was passiert ist. Natürlich gab es in der Testgruppe, wo das Stereotyp aktiviert wurde, schlechtere Leistungen. Und was passiert da? Ich werde mit einem Stereotyp bedroht und ich setze mich damit auseinander aktiv. Ich fange an, nervös zu werden und denke dann über die Frage nach, stimmt das vielleicht wirklich? Oh, ich bin auch schon nervös. Ja? Oh, ich kann es, glaube ich, doch nicht so richtig. Und es gibt quasi eine psychische und eine physische Reaktion, die am Ende zu einer schlechteren Leistung führt. Und diese schlechtere Leistung ist quasi wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Aha, hat er also doch recht gehabt. Ja? Und das ist ein Teufelskreis. Ja? Das heißt, wir müssen mit der Aktivierung von Stereotypen sehr, sehr zurückhaltend sein, ja? Weil die Menschen tatsächlich bedrohen. Um bei diesem Stereotyp zu bleiben, ja, also MINT ist eigentlich nur was für Männer und die Frauen, die sich für die Fächer interessieren, die gelten als unweiblich und vor allen Dingen Physik, ja, also Mädchen, die dafür ein Faible haben, die sind ja, eher so welche, die so maskuline Eigenschaften haben. Das konnte sehr gut gezeigt werden in zwei Studien. Es gab eine mit Physikstudenten, die man gefragt hat, wie sie den Physikerinnen finden im Vergleich zu Physikern und Sie sehen es hier, Physiker sind produktiv, und Physikerinnen arbeitsam, streberisch, unerotisch und geschlechtslos. Und eine Studie mit Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klassen ergab, dass die Mädchen, die Physik toll finden, bei Jungs bestimmt sehr unbeliebt sind. Ja? So. Das glauben beide Geschlechter. Ja? So, und so trägt sich einfach dieses Stereotyp immer weiter. Ja? Und wenn man da nicht aktiv mit arbeitet, wird es auch so bleiben. Ja. Naja, ich meine, das ist ja auch eine Domäne, die fülle ich aus. Das kann mich auch stolz machen und dann werde ich ja auch bedroht, ja? Wenn das jetzt nichts mehr ist, womit ich mich von den anderen abgrenzen kann. Ne? Also beide Geschlechter sind ja auch bemüht, sich von den anderen abzugrenzen. Ne? Das ist ja das Problem, ja, das wir dadurch erleben. Ne? Und da gibt es von Ursula Kessels eine interessante Studie, gerade zum Physikunterricht, die versucht hat, das durch monoedukativen Unterricht zu zeigen, ja, was passiert, wenn ich aus meiner Geschlechterrolle rauskomme? Wenn ich jetzt plötzlich keine Jungengruppe mehr habe, dann muss ich mich auch nicht permanent in meiner Geschlechterrolle darstellen. Dass ich ja so doof bin als Mädchen und das gar nicht kann, das fällt ja weg. Das muss ich nicht mehr. Und dann machen die das auch nicht mehr. Und dann zeigen die auch bessere Leistung. Ja? Also das ist eine große Kunst. Ne? Also sozusagen mit diesen Stereotypen auch pädagogisch zu arbeiten. Ne? Weil es, wie Sie das so schön beschrieben haben, Unterricht ist keine kommunikative Einbahnstraße. Da kommt ja auch immer was zurück, was das Stereotyp auch immer wieder sozusagen neu unterfüttert. Ne? Wenn Sie jetzt im Kopf behalten haben, dass sich die Stereotypen nochmal verstärken mit dem Eintritt in die Pubertät, ja, also von der 6. zur 8. Klasse, dann wissen Sie, dass wir noch eine ganze Menge zu tun haben, ja, um mehr gleiche Chancen für Mädchen und Jungen auf den Weg zu bringen. Okay, also zusammenfassend kann man so sagen,
wenn wir auf Selbstkonzept, Interessen und Leistungen schauen, ja, die eben dann entsprechende Entwicklung, also nicht nur berufliche Entwicklung, sondern auch insgesamt Leistungsentwicklung beeinflussen. In der Folge mangelnde Lernerfahrungsgelegenheiten haben. Also wenn ich der Meinung bin, ich kann eine bestimmte Sache nicht gut, entwickle ich keine Interessen und sammle dort eben auch keine Erfahrung. Ja, das ist ja logisch. Das führt dann dazu, dass ich in geschlechtsuntypischen Bereichen häufig keine Schwerpunkte setze, ja, dass der Bereich für mich eben schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt verschlossen bleibt. Und das Ganze wird nochmal verstärkt dadurch, dass wir permanent diese Zuschreibung haben. Und wie gesagt, gucken Sie mal aufmerksam Fernsehen, ja, welche Geschlechterbilder Sie da sehen, welche Berufe Sie bei Frauen und Männern wahrnehmen. Ja. Die soziale Umwelt, die uns immer signalisiert, das ist nicht richtig. Ja. Und natürlich auch das Image, ja, was mit bestimmten Geschlechterrollen verbunden ist, führt einfach quasi zu so einem Trichtereffekt, ja, der uns alle einschränkt. Ja? Also nicht nur die Frauen in MINT-Berufen, sondern auch die Männer in anderen Bereichen, uns alle, ja? Auch in geschlechtstypischen Bereichen. Wer will sich nur immer unter einer oder in einer Geschlechtergruppe aufhalten? Ja? Die Frage kann man ja auch stellen. Okay, pädagogisch, das hatte ich noch versprochen, das wollte ich noch nachschieben, haben wir hier ein geradezu dickes Brett zu bohren und es gab schon seit Jahrzehnten den Versuch darauf, auch entsprechend zu antworten. Es gibt eine lang geführte Diskussion um Mono- und Co-Edukation, das will ich jetzt gar nicht aufmachen, hier dieses Fass. Ich denke, dass es wichtig ist, dass Pädagoginnen und Pädagogen Genderkompetenz lernen, ja, um eben sensibel zu handeln. Und was heißt das? Erstens brauchen sie Wissen, ja, darüber, wie überhaupt Geschlechtsunterschiede entstehen. Empirische Befunde, wie sich Geschlechterunterschiede darstellen, das ist nämlich zum Beispiel im kognitiven Bereich einen einzigen Aspekt gibt, wo sich Frauen und Männer signifikant unterscheiden und das variiert auch je nach Studienlage, das ist das mentale Rotieren. Wenn Sie das interessiert, da haben die Männer in mehreren Studien die Nase vorn. Ja. Sie sollten auch wissen, wie eben dieser Geschlechterdualismus eigentlich entstanden ist, wie er wirkt, ja, und welche Funktion er erfüllt. Das sind auch schon wieder politische Diskussionen, die wir da führen. Es geht auch um Einstellungen. Einstellungen sind zentral. Ja? Also die Haltung hat hier so eine Art Scharnierfunktion. Also ich mit meiner Haltung entscheide, wie so Diskussionen in bestimmten pädagogischen Settings, wir müssen gar nicht auf die Schule gucken, wir können auch auf andere Gruppen schauen, ja, in denen sich Menschen bewegen, wie diese Diskussionen geführt werden, ja, in welche Richtung. Ja? Ob es da gelingt, sozusagen die Scheuklappen zu öffnen oder ob wir da weiter in unserer kleinen Welt uns bewegen. Und ich brauche natürlich auch Handwerkszeug. Ja, ich muss wissen, wie man geschlechtersensibel unterrichtet, wie man geschlechtersensibel sich in Jugendgruppen bewegt, ja, wie man mit diesem Thema umgeht. Das muss ich wissen. Ja. Und da brauche ich eben auch spezifisches, didaktisches und natürlich auch methodisches Handwerk. Ja. Und Sie hatten das vorhin schon gesagt, ja, müssen wir uns nicht erstmal selber reflektieren. Ja, das gehört sozusagen auch zum Handwerkszeug dazu, ja, also wo stereotypisiere ich eigentlich. Okay, so, das war es jetzt zum Thema Gender und die verbleibende Zeit möchte ich gerne für die Wiederholung nutzen und wir machen das genau wie beim letzten Mal. Ich treibe Sie durch die Themen hindurch, ja, das sind die Epochen der Pädagogik und die Säule Bildung, ja, und mit einem kleinen, mit der Anknüpfung zur Erziehung, ja. Ja, das stimmt. Man muss einer Entwicklung natürlich auch Zeit geben. Ich frage nur, wie viel Zeit wollen wir der Entwicklung denn noch geben? Weil das Problem ist, es gab mehrere tausend Jahre, ja, Zeit sozusagen, Gerechtigkeit herzustellen. Wenn Sie jetzt mal nur aufs Wahlrecht gucken, wie lange haben wir denn Wahlrecht? 100 Jahre. Ja? Wie viel Zeit hat man, um beiden Geschlechtergruppen gerecht zu werden? Ja? Also wie gesagt, es geht ja auch immer um die Frage, wie werde ich Männern gerecht, ja, indem ich sie immer in eine Schublade stecke, ne, und dann eine Hierarchie aufbaue.
Also ich glaube, wir haben keine Zeit, uns zurückzulehnen. Vielleicht kann man so zusammenfassen. So, die Epochen der Pädagogik im Schnelldurchlauf und die Säule der Bildung. Sie dürfen jetzt erstmal ran. Ich würde nämlich gern wissen von Ihnen, was noch so in Ihrem Kopf davon hängen geblieben ist. Ich würde gern wissen, kennen Sie sich noch aus und können erklären, welche Vorstellungen es im Jahrhundert der Pädagogik gab, wie die Sozialpädagogik entstanden ist, welches die Merkmale der schwarzen Pädagogik sind und welche traditionellen Vorstellungen von Erziehung sich auch heute noch in den Konzepten widerspiegeln. Können Sie da irgendwas dazu sagen? Ja, die schwarze Pädagogik wieder. Das scheint Ihr Lieblingsthema zu sein, wie mir scheint. Okay, es sieht auf jeden Fall so aus, oder vielmehr, es sieht nicht so aus, als ob einige von Ihnen so gar keinen Plan mehr hätten. Also hier sieht man wieder schön den Zusammenhang zwischen Interesse und Wissen. Ja? Also wenn ich mich für einen Bereich interessiere, dann erschließe ich mir da Wissen oder das bleibt auf jeden Fall irgendwie hängen. Und das ist wohl so im Falle der schwarzen Pädagogik, wie ja auch die Umfrage gezeigt hat. Die Ergebnisse dazu zeigen wir Ihnen dann in der nächsten Woche noch. Okay, schön. Das nehme ich jetzt erstmal so mit und gehe mal wieder zurück. Hier habe ich Ihnen wieder so eine Zuordnungsaufgabe mitgebracht und da könnten Sie gleich mal Ihr Wissen zu den Epochen testen. So, was gehört denn wozu? Ja? Sie können mal gleich mal einen Tipp abgeben. So, was gehört zu Pestalozzi, was gehört zu Wilhelm von Humboldt und was gehört zu Rousseau? Welche Erziehungs- und Bildungsvorstellungen? Ja? Genau. Okay, Pestalozzi ist raus. Was, noch jemand? Was anderes? Was zusammengehört? Ja? Ja? Nein. Das gehört nicht zu Rousseau. Dann ist es ja einfach, ne? Dann bleibt ja nur noch eins übrig. Genau. Wenn Sie es vergessen haben, können Sie hier nochmal nachlesen. Ja? Emile, ja, gehört sozusagen zu Rousseau. In diesem Roman hat er seine Beziehungsvorstellungen beschrieben, wie das Kind eben sozusagen natürlicherweise aufwachsen soll. Ja? Also wie es sich entwickelt, wenn es nicht eingeengt wird. Seine Vorstellungen waren ganz stark geschlechtsspezifisch geprägt. Ja. Emil ist ein Junge und Sophie ist seine Gefährtin. Auch sie sollte natürlich aufwachsen, aber sie war zu anderen bestimmt. Ja. Sie sollte vor allen Dingen ihrem zukünftigen Mann gefallen. Ja. So. Wenn Sie vergessen haben, was Pestalozzi gemacht hat, dann sehen Sie das hier. Ja. Es war eben diese Einigkeit von Bildung durch Kopf, Herz und Hand. Ja? Also das heißt nicht nur intellektuell, sondern auch sittlich, religiös und handwerklich. Ja? Und das eben bereits im Elementarbereich. Ja? Und was für Pestalozzi auch noch zu merken wäre, er sagt, dass man durch das Erfahren von Fürsorge sowas wie Dankbarkeit und Liebe überhaupt erst entwickeln kann. Ja? Also Sie kennen ja wahrscheinlich so diese Redewendung, wie man in den Wald hineinruft, ja, so schallt es auch wieder raus. Das ist auch so seine Idee. Ja? Also zu sagen, ich tue Gutes und bei Menschen entwickelt sich auch Gutes. So, und Humboldt, ja, hat eine ganz bestimmte Idee von Bildung gehabt, ja, hat eine Theorie der Bildung entwickelt
Und für ihn ist im Prinzip Bildung etwas, was für Vervollkommnung des Menschen steht. Ja, es geht eben nicht nur darum, dass man quasi so eine Einzelwissenschaft, so ein Fachwissen sich aneignet, sondern im Prinzip umfänglich gebildet ist. Ja, dass dieses Wissen eben fruchtbar gemacht wird und zur Selbstbestimmungsfähigkeit des Menschen führt. Das ist die Auflösung, haben wir schon drüber gesprochen, kann ich gleich weitergehen. Jetzt würden Sie noch so eine Aufgabe kriegen, wo Sie angeben müssen, ob die Aussage wahr ist oder falsch. Und da gehen wir in die Epoche der Sozialpädagogik und dann würde ich Ihnen so einen Satz dahin schreiben. Da steht, die Sozialpädagogik wurde mit den Auswirkungen der industriellen Revolution bedeutsam. Ja, und dann würden Sie sagen, ja, das ist richtig, denn durch die Trennung von Arbeits- und Wohnort änderten sich die Familienverhältnisse gravierend und ergänzende Erziehungsunterstützung war notwendig. Oder Sie würden sagen, das stimmt nicht, weil mit der industriellen Revolution waren die Menschen nämlich nun endlich frei, auch in ihren Lebensentscheidungen, und konnten für ein selbstbestimmtes, konnten selbstbestimmt leben, mussten gar nicht mehr ermutigt werden. Ja, also da brauchen wir Sozialpädagogik gar nicht mehr. Ja? Also wahr oder falsch? Genau. Ja. Genau, damit hätten Sie einen Punkt. Okay, wenn Sie das alles vergessen haben, ja, lesen Sie hier gerne nochmal nach. Ja, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal alles. Das sind so die wichtigsten Sachen. Kommen wir zur nächsten Aufgabe, klassisch Multiple Choice. Welche Aussagen treffen zu? Sozialpädagogik beschränkte sich im 19. Jahrhundert auf die Unterstützung der frühkindlichen Bildung und Erziehung. Schon in Fröbels Kindergarten sollte mathematisches, sprachliches, naturkundliches Lernen gefördert werden. Ausschließlich Waisenkinder wurden in sozialpädagogische Einrichtungen aufgenommen. Und Sozialpädagogik hat sowohl die Aufgabe der Ressourcenvermittlung als auch die der Beziehungsarbeit. So, wer weiß es, welche zwei von den vier richtig sind? Ich gucke einfach nochmal woanders hin. Aber wenn sich niemand aus Ihnen meldet, doch, da meldet sich jemand. Ach so, jetzt hatte ich die. Ja. Genau. Wenn Sie nochmal alles nachlesen wollen, ja, dann finden Sie das auch hier. Ja, das war richtig. Ich löse es gleich auch nochmal auf, damit Sie sehen, auch das Bild nochmal. Hier sind nochmal drei Vertreter bzw. eine Vertreterin, ja, der Epoche der Sozialpädagogik mit ihren spezifischen Vorstellungen, ja, die sie hatten von Bildung und Erziehung. Ja. Und hier zwei weitere. Aus diesen generierten sich eben quasi auch die Fragen und das ist richtig, was Sie gesagt haben. Ja? Zwei und vier. Okay, schwarze Pädagogik. Da könnte ich Ihnen zum Beispiel so einen Lückentext vorzeigen und Sie können mal lesen und mir sagen, was in die Lücken kommt. Ohne vorher zu gucken. Sie können sich trauen, es gibt ja keine Punkte jetzt, keine Noten, kann ja auch falsch sein, nicht schlimm. Sie wissen ja, aus Fehlern lernt man. Ich frage mal anders, wer könnte die Lücken füllen? Mal Hand hoch. Huch. Ich denke, Sie interessieren sich alle so für schwarze Pädagogik. Oh. Teilzeit? Was denn? Ja. Schwarze Pädagogik ist vor allem die Erziehung zum Gehorsam. Genau. Ja. Ich habe nichts verstanden. Genau, ich löse es einfach mal auf. Wenn Sie gar nichts mehr wissen, ja, physische und emotionale Bedürfnisse, Unterdrückung, ja, dann können Sie da nochmal nachlesen. Wichtig ist mir auch, dass diese
schwarze Pädagogik, man könnte sagen, ja, Tradition hat, also auch wenn es einem da das Herz zusammenschnürt, aber das ist so. Es gab 2007 dieses Buch von Bernhard Büb, ja, Lob der Disziplin, ja, und das war ja auch Teil des Lückentextes, und da finden Sie genau diese Rückbesinnung auf die Merkmale, die für die schwarze Pädagogik eigentlich prägend sind, ja. Das wurde auch sozusagen nochmal erziehungswissenschaftlich beantwortet, und dann würde der Text so ausgefüllt werden. Ja? Also Gehorsam, körperliche und psychische Bedürfnisse, Mangel an erzieherischer Zucht. Ja, und Sie können ja selber lesen. Ja, das sehen Sie es ja. Ja? Also das ist immer eine realistische Frage. Sollte jetzt auch den Begriff Mangel an erzieherischer Zucht? Naja, also wenn Sie jetzt was, Sie können jetzt auch was anderes schreiben, was aber das meint. Ja? Also wenn Sie jetzt irgendwas anderes dahin schreiben, das könnte irgendwas sein, was keinen Sinn macht, ne, dann kriegen Sie darauf keinen Punkt. Ne? Aber vom Sinn her, genau. Also ich klebe da ja jetzt nicht an dem einzelnen Wort, weil das würde ja bedeuten, Sie würden es auswendig lernen, das will ich ja nicht. Sie wollen, ich will ja, dass Sie es verstehen. Ne? Ja, das ist damit gemeint. Also vielleicht an der Stelle, ne? Ich zähle da keine Buchstaben. Ja? Nur wenn Sie da irgendeinen Quatsch hinschreiben, dann gibt es natürlich keinen Punkt. Es muss schon der Sinn, muss schon der gleiche sein. Es kann aber sich auch um ein Wortsynonym handeln. Ja? Also ich klebe ja jetzt nicht an den Text da dran. Ne? Das macht ja keinen Sinn. Ja. Klingt vielleicht blöd, also wenn ich dann den Lückentext habe und dann passt der Artikel nicht. Aber mir fällt gerade nur ein bestimmtes Wort ein, das genau passen würde, was vom Sinn her auch passt. Aber der Artikel passt nicht? Dann streichen Sie halt den Artikel durch. Das ist okay. Ja. Aber jetzt nicht jetzt sozusagen den ganzen Lückentext umbauen, ja, weil dann macht es keinen Sinn mehr. Ne? Ja, genau. Okay, so, das waren die Epochen. Haben Sie da Fragen? Das sind ja eigentlich, das war jetzt auch keine komplexen Theorien. Das ist ja rein historisches Wissen, was Sie so ein bisschen kennen sollten. Und Sie haben also auf Platz 1 angegeben, Sie wollen sich mit schwarzer Pädagogik beschäftigen. Also müssen Sie ja mindestens 2 Fragen dazu beantworten, ohne eine umfängliche. Also 100 insgesamt aus dieser Gruppe. Okay, dann gehen wir nochmal zum Thema Bildung, und dann dürfen Sie jetzt nochmal Ihr Wissen einschätzen. Ach nein, wir sind noch gar nicht bei der Bildung, wir sind ja noch bei den anderen Epochen, ich bin schon ganz durcheinander. Entschuldigung, also, was wissen Sie noch zu den Epochen, mit denen wir uns ja auch noch beschäftigt haben? Wir sind ja jetzt erst sozusagen bei der 2. Haben Sie noch so eine Idee zum Begriff Jahrhundert des Kindes? Wissen Sie noch, was die Ideen von Maria Montessori waren? Wissen Sie noch, was zur Reformpädagogik, nationalsozialistische Erziehung und sozialistische Erziehung? Das scheint so ein bisschen so ein Gradmesser für Ihre Interessen zu sein, habe ich so das Gefühl, weil das ist auch wieder genau das, was in der Interessenbekundung ganz oben stand. Die nationalsozialistische Erziehung. Okay, Sie sagen, Sie kennen sich damit aus, und Maria Montessori ist Ihnen auch nicht so ganz fremd. Schon springt der Balken wieder. Und sozialistische Erziehung können Sie auch einordnen, nur so Jahrhundert des Kindes und Konzepte der Reformpädagogik. Gut, also Maria Montessori gehört zu den Reformpädagoginnen. Also wenn Sie darüber Bescheid wissen, kennen Sie mindestens schon 1. Okay. Am Bild ändert sich nicht mehr viel. Ich gehe mal weiter. So, diese Aufgabe mit dem Mindmap, vielleicht haben Sie die noch in Erinnerung. Vom 26.11., da war das nämlich Ihre Hausaufgabe. Und wenn Sie sich erinnern, gab es tatsächlich 2 Personen, die diese vorgestellt haben. Vielleicht haben es ganz viele gemacht, aber ich habe nichts davon gehört, dass es jemand gemacht hat. Zumindest hat sich keiner getraut, mir das zu zeigen. Jetzt hätten Sie nochmal die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Und hier habe ich jetzt mal so ein Mindmap mir überlegt, was auf Vertreterinnen der Reformpädagogik abzielt, ja, und ihre Vorstellungen und die Bedeutung
für heutige Ansätze. Ja, und wenn Sie das schön darstellen können, dann kriegen Sie 8 Punkte. So, Erziehung im Dienste des Kindes, ja, das sogenannte pädagogische Jahrhundert, ja, was nicht nur sozusagen in Deutschland stattgefunden hat, sondern auch anderswo auf der Welt, hauptsächlich in Europa und Nordamerika. Ja. Es kam geradezu zu einer mythischen Verehrung des Kindes, ja, wie das Oelkers so schön beschreibt. Und Ellen Key, über die haben wir auch gesprochen. Ja. Oder nein, Ellen Key, sie war ja Schwedin, ja, hat diesen Begriff überhaupt geprägt. So, Maria Montessori, ja, was war die Leitidee? Bildung nach dem inneren Bauplan. Dann habe ich Ihnen noch was von John Dewey erzählt. Learning by doing, ich glaube, das ist ein Prinzip, was die meisten von Ihnen kennen. Das geht auf ihn zurück. Er hat das insbesondere auch mit seinen Ansätzen zur demokratischen Erziehung verbunden. Und Hermann Nohl, ja, war einer der großen Sozialpädagogen, ja, die reformpädagogische Ideen aufgegriffen haben. So. Wenn Sie sich 2 merken davon, ja, und sozusagen deren Leitideen darstellen können in diesem Mindmap, sind Sie schon fertig. Ja. So, Maria Montessori, wenn wir auf die nochmal einzeln eingehen wollen, ja, sehen Sie hier, ja, was es mit ihrer Idee auf sich hatte. So, dann kommen wir zu Ihrem Lieblingsthema, zumindest eben der Menti-Abfrage, Erziehung im Nationalsozialismus. Sie müssten also da mindestens 3 Merkmale zum faschistischen Staat nennen können, ja, zur Erziehung im faschistischen Staat. Ich weiß nicht, ob es noch im Kopf ist, ja, wenn nicht, lesen Sie doch hier nochmal nach, ja. Sozialistische Erziehung, würde ich Ihnen vielleicht eine Multiple-Choice-Aufgabe geben. Und Sie dürfen mal tippen, ja, was ist richtig? Zwei von 4 sind richtig. Eins ist richtig? Genau. Ist viel älter. Genau, da können Sie nämlich nochmal nachlesen. Wenn Sie bei Marx sind, wissen Sie, das gab es vorher schon. Ne? Genau, da steht nochmal das Wichtigste. Ja? Und das wären die richtigen Antworten. Ne? Okay, hier hätten wir wieder einen Lückentext zur anti-autoritären Erziehung. Ja, wird auch immer ganz gern gewählt. Wenn Sie sich damit nicht mehr auskennen, ja, dann müssen Sie das nochmal lesen. Ja? Das hatte ich Ihnen ja alles erzählt. Und dann hatte ich Ihnen auch was über Paulo Freire erzählt, über Alexander Neel. War ganz schön viel, was Sie gemacht haben, wenn ich das so sehe. Und dann könnten Sie das so ausfüllen. Ja? Ja? Also das Verstehen ist so das Wichtigste, ja? Okay, dann gibt es noch ein anderes Fragenformat, das sieht dann so aus, ja? Bezieht sich also immer noch auf die Epochen der Pädagogik. Also, Sie müssen immer ankreuzen, ist das eine wahre oder eine falsche Aussage? Und Sie würden dann 6 Punkte kriegen, ja, wenn das jeweils richtig ist, ja? Also, in der Epoche der Aufklärung entstanden mehrere Erziehungs- und Bildungskonzepte, die alle eine aus der Industrialisierung resultierende ähnliche Grundidee verfolgten. Stimmt das oder nicht? Mit der Sozialpädagogik wurde die Bildung und Erziehung in Deutschland grundlegend verändert. Ist das richtig? Die Reformpädagogik gilt als eine durch heterogene Konzepte getragene Epoche, die international von Bedeutung war und als Gegenentwurf anti-autoritärer Pädagogik zu verstehen ist. Erziehung in der Zeit des Nationalsozialismus ist gekennzeichnet von Grausamkeit, Gefühllosigkeit, Rassismus und Ausgrenzung. Sozialistische Pädagogik betrachtet Erziehung als Förderung geistiger, körperlicher und sozialer Entwicklung, die erstens produktionsgebunden ist und zweitens im Kollektiv erfolgt. Und
Die anti-autoritäre Pädagogik ist ein Gegenentwurf zur strengen und autoritären Erziehung in einer patriarchalen Gesellschaft. So, was es war? Ja. Schauen wir mal. Haben Sie recht? Und so löst sich der Rest auf. Wer hätte richtig getippt? Okay, sehr gut. So, jetzt können wir das mit dem Mindmap auch nochmal ein Stückchen weiten, ja, dass wir jetzt uns nicht auf eine Epoche beziehen, sondern eben zwei Epochen der Pädagogik reinnehmen. Das könnte die Aufklärung sein, das könnte die Reformpädagogik sein, es könnte die nationalsozialistische Epoche sein, es könnte aber auch eine Epoche sein, die Ihnen sozusagen am nächsten kommt. Was können Sie sich aussuchen? Ja? Sie müssten irgendwie zwei Epochen im Kopf haben und dann wissen, ja, mit wem ist das verbunden. Das habe ich Ihnen eben nochmal gezeigt. Was sind die Leitideen und welche pädagogischen Vorstellungen gab es damals? Okay, so, jetzt ist die Zeit schon abgelaufen und ich bin beim letzten Thema noch nicht gewesen. Es ist nicht mehr viel, ich überspringe das jetzt einfach mal und sage Ihnen einfach nur, Sie sehen ja immer das System, ja, es ist ja immer das, ist jetzt immer das Gleiche. Ich wollte Ihnen einfach nur ein Gefühl für die Aufgaben geben, ja, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Und Sie hätten jetzt hier wieder so eine Zuordnungsaufgabe, die diesmal quasi mehr Zuordnung hat. Wenn Sie das nicht mehr wissen, lesen Sie das nach. Sie können das ja auf den Folien nochmal nachvollziehen. Warten Sie kurz. Dann habe ich noch eine Aufgabe konstruiert, wo Sie nochmal versuchen sollen, etwas grafisch darzustellen. Da muss man auch eine Sache verstanden haben, um das zu können. Ja? Sie erinnern sich vielleicht daran. Ja? Wenn Sie noch wissen, was Erziehung ist, dann würde das genauso aussehen, dass Sie das aufschreiben können. Ja? Und können auch den Unterschied von Bildung und Erziehung benennen. So. In den einzelnen Strömungen, ja, in den Epochen gab es ein unterschiedliches Verständnis von Bildung. Ich würde Sie auffordern, diese Tabelle auszufüllen und Sie würden sagen, ich kenne jetzt mal drei Hauptströmungen, es gibt ja viel mehr, wir haben uns nur auf drei beschränkt, die würde ich da eintragen und ich weiß, was da drin steckt. Dann hätten Sie nochmal so eine Aufgabe wie eben, ja, da geht es um das Verständnis von Bildung. Sie müssen dann wieder entscheiden, was ist richtig, was ist nicht richtig. Ja, Sie kriegen immer einen Punkt, wenn Sie es korrekt entschieden haben. Wenn Sie es nicht mehr wissen, lesen Sie wieder hier nach und dann können Sie so die Kreuze setzen. Ja? Und so geht das immer weiter. Ja? Dann könnte ich sagen, nennen, erläutern Sie mindestens drei der fünf Dimensionen von Bildung, da haben Sie das vielleicht noch im Kopf. Oder nochmal ein Mindmap oder ein Strukturdiagramm zu den Bildungsinstitutionen. Und auf der Folie sehen Sie, was dazugehört, nämlich das. Ja, das waren die Bildungsorte und Lernwelten. Und das Letzte wären quasi die Adressatinnen und Adressaten von Bildung. Da habe ich nochmal so einen Lückentext produziert. Und wenn Sie den nicht mehr ausfüllen können, müssten Sie sich das angucken. Und dann würde das so aussehen. So. Das müssen wir alles gar nicht sozusagen im Einzelnen durchkauen. Was ich Ihnen jetzt empfehle, ist, dass Sie sich die einzelnen Fragen auf den Folien nochmal angucken und ganz ehrlich überlegen, kann ich das beantworten, ja, oder nicht? Wenn Sie es nicht können, lesen Sie immer die Folien, die danach kommen und dann versuchen Sie das zu verstehen, nicht einfach zu reproduzieren, weil das ist einfach, Ihr Kopf reicht gar nicht. Versuchen Sie es zu verstehen, ja. Und wenn Sie das anhand dieser Folien nicht verstehen, gehen Sie zurück zu der Sitzung. Da ist es ja viel ausführlicher dargestellt und da hören Sie auch nochmal, was ich dazu erzählt habe. Ja? Das würde ich Ihnen empfehlen. Und wie gesagt, wir haben das ja jetzt abgefragt, was Ihre Lieblingsthemen sind. Es wird ungefähr 25 Fragen geben in der Klausur. Sie können sich ausrechnen, es gab 14 Sitzungen. Ja? Das heißt, die am stärksten von Ihnen gewichtet sind, die kriegen auch die meisten Punkte. Ja, das heißt, wenn Sie meine Frage nicht beantworten können zu einem Themengebiet, wo es eh nur ein oder zwei Punkte gibt, meine Güte, das ist ja auch nicht schlimm. Ja? Also machen Sie sich nicht so viel Sorgen. So, eine Frage? Generell ist der Fragentisch, also tatsächlich nur aus den Fragen, die wir immer zurückgesprochen haben,
Also ich werde nicht diese Fragen eins zu eins nehmen. Es ging ja darum, dass Sie die Fragenart sehen. Ja? Es kann auch sein, dass ich sage, ich mache doch kein Mindmap, ich mache daraus eine Multiple-Choice-Aufgabe. Wenn ich Ihnen alle Fragen zeige, passiert Folgendes. Sie fangen an, Multiple-Choice-Fragen Kreuze auswendig zu lernen und einfach zu reproduzieren. Und das ist sinnfrei. Ja? Aber die genau, richtig, genau. Die Fragen aus dem Rückblick, ja, daraus habe ich sozusagen alle Fragen entwickelt und aus den Inhalten. Ja. Sie haben ja teilweise auch noch andere Veranstaltungen in dem Modul. Ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, da hatte mich heute mein studentischer Mitarbeiter darauf hingewiesen, andere Personen in der Epoche der Aufklärung sich angeguckt haben, ja, nicht die, die wir hier besprochen haben, sondern andere, dann schreiben Sie in dieses Mindmap andere. Das ist ja dann nicht falsch. Ne? Nur weil wir die hier nicht besprochen haben, heißt das ja nicht, dass ich da nichts lesen will über Kant. Ja? Das ist ja Quatsch. Ne? Also verstehen Sie das. Ne? Aber irgendwie so Fantasieantworten oder irgendwas, das funktioniert nicht. Ne? Aber das, was Sie in anderen Lehrveranstaltungen gelernt haben über eine Epoche, darf da natürlich mit einfließen. Das ist richtig. Ne? Okay, so. In der nächsten Woche versuche ich dann mit Ihnen im hohen Tempo den Rest irgendwie zu bearbeiten. Gucken Sie vorher schon mal rein, ja, was Sie noch so wissen über die einzelnen Themen. Und dann bis dahin. Gute Zeit, danke.